Gute, Dirk, was geht ab? Hi Jan, willkommen in meiner Simson-Werkstatt. Mit einem weißen T-Shirt, das sieht nett nach Schrauben aus. Weiß nicht, doch wir schrauben immer weiß T-Shirt. Nein, wenn wir sowas Schönes machen, dann können wir natürlich im weißen T-Shirt schrauben. Aber da wird man ja nicht dreckig bei den Pinken, ne? Nein, ich muggel mich mal an dir vorbei. Ja? Weil wir haben heute eine Veranstaltung. Das Kontertreffen zum Simson-Treffen in Zwickau. Wir haben hier ein bisschen was aufgebaut, ein paar Leute eingeladen und das sind auch schon viele, viele Mopeds dabei. Ein paar? Ein paar, eine Handvoll. Lass uns mal, hi, gute. Lass uns gerade mal rausgehen und gucken uns das mal an, was da alles so in der Gegend steht. Übrigens hatte ich schon erwähnt, dass das das schönste Moped ist, naja, was bei mir in der Werkstatt steht. Ja, cool. Ein paar Jungs haben wir da. Wo kommt ihr her? Aus Babenhausen. Babenhausen, also richtig viel Anfahrt. 40 Kilometer oder so. Nee, nicht so weit wie Zwickau. Also, den sollten wir einen Pokal verleihen für die längste Anfahrt. Gut, mit der TS fährt sich das auch gut. Schöne Dinge hier, ne? Guck, der Jürgen ist auch da. Das ist übrigens der Besitzer von dem letzten Moped, wo wir gemacht haben. Dieses Armeeteil da. Das Bremsmonster. Mach mich nicht schlecht vor allen Leuten. Das sieht die ganze Welt. Alle gucken sich das an. Und Verwandtschaft zu dem Pinken. Genau. Das ist der Ehemann von der pinken Schwalbe. Ehemann. Schwager, muss man schon fast sagen. Ah, ist das nur deine Freundin? Wilde Ehe und so? Ja, ja, natürlich. Ah, geh weg. Das ist der beste Sex, gibt es in der Welt. Schnitt! Cut, stimmt. Komm, wir laufen gerade mal hier rum. Mal gucken, wie wir noch alles so sehen. Guck mal hier, coole MZ. Fast nicht mehr zu erkennen. Abo-Tank drauf und ich habe da irgendwas gehört. Fortschrittlampe, genau. Da unten, wenn du hier guckst, ist noch der Kugelkopf drunter. Da. Mhm. Falls es keiner weiß, Fortschritt hat Traktoren in der DDR gebaut, glaube ich. Ja, Traktorlampe. Der fährt auch noch im Wartburg. Wartburg 353, original für 11.000 Kilometer? Ja, 11.000 Kilometer. Von meiner Urgroßtante aus der Scheune geholt. Geil. Das heißt, wenn ich dir jetzt Blut abnehme, kommt gar kein Blut, sondern zwei Tage gemischt. Richtig. Ja, so, Leute, das ist geil. Das hat mein Vater mir einverleibt. So sind sie halt. Ich hab das meiner Tochter nie beibringen können. Die hat ein starkes Schenk gekriegt. Was macht sie? Verkäuft nur Käufchen Zehglassen dafür. Unverschämt. Na gut. So, was haben wir hier noch? Guck mal, wir haben ganz seltenes Moped hier. Das haben wir noch nie gesehen bei uns in den Videos. Sieht ein bisschen verranzt aus, ich weiß. Ja. Du bist heute nicht so gesprächig, Jan, ne? Mein Kameramann redet heute nicht viel. Könnte sein, dass er vielleicht gestern Abend gefeiert hat, oder? Mhm. kriegen wir auch nicht oft zu sehen. War in der DDR ein bisschen verpönt, mittlerweile sind sie auch relativ gut im Kurs, der SR50. Die gibt es auch in Pink, gell? Gibt's die in Pink? Stimmt. Demnächst. Und hier, auf dem Kanal. was haben wir noch? Wir haben natürlich auch unsere Freunde mit den Herkules und Greiters nicht ausgeschlossen. Darf alles kommen, was brummt und stinkt. Da stehen sie. Ja. Dürfen natürlich auch dran teilnehmen. Hauptsache zwei Taktgemische machen. Das ist wichtig. Ja, würde ich sagen. Was hast du die? Der hat die verkauft. Ich muss ja, wie sich die Preise entwickeln. Ja. Wie die Wohnung? Ich habe für drei Stück in Lange selber 100 Euro bezahlt. Zwei Liefer. No. Ja. Das ist wie mit meiner ersten S51. Die habe ich für einen Kasten Bier in den Hof geworfen gekriegt. Ja, die Zeiten sind vorbei. Heute ist das nicht mehr. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt auf die Mopeds und machen mal eine kleine Ausfahrt. Und lassen.
auch gerade aus dem Auspuff, wie es auch.